Wir machen heute ein Team-Fotoshooting hier in den Heiligen Hallen von Raik Weber. Also wir sind im ganzen Team hier. Das heißt, Herr Jonik ist da, Dr. Dalicho ist da, ich bin hier und ich freue mich sehr, ich bin das erste Mal hier. Ja, also die Bilder werden in erster Linie sicherlich für unsere Internetpräsenz verwendet werden. Für diejenigen, die auch auf der Website stöbern und die gucken und die sich orientieren, ist es ganz wichtig, dass sie wissen, mit wem sie zu tun haben, dass sie wissen, in welchen Branchen sie zu tun haben. Sichtbarkeit bzw. Porträtfotos sind immer wichtig, denn heute wirst du viel nach Aussehen bzw. nach Management gefragt und auch bewertet entsprechend. Und du kannst eine noch so gute medizinische Versorgung gewährleisten, man muss es sichtbar machen. Und das wollen wir unseren Patienten auch nicht vorenthalten, sondern wir wollen uns zeigen und wollen sagen, okay, die geraten an uns. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir das so gut wie möglich nach außen tragen. Und wir haben nichts zu verbergen. Mit Lisa, mit Jette, mit dir und mit Raik konnten wir gemeinsam schauen, welches Bild wird genommen. Ich bin nur fasziniert, ich bin überwältigt von diesem Blick, den ein Fotograf hat, um wirklich das letzte i-Tüpfelchen aus dem Gesicht herauszukitzeln. Insgesamt, glaube ich, können wir mit dem Ergebnis dieser zufrieden sein. Mein erstes Fotoshooting bei Raik Weber ist hinter mir und ich fand es fantastisch. Ohne Erwartung reingegangen, okay, und mit ganz vielen tollen Erfahrungen und Eindrücken rausgegangen. Also vielen, vielen Dank, lieber Raik, liebe Jette, Team. Es war sehr interessant, es war ein anderer Vormittag, als er sonst in unserem Büro oder Praxisalltag so üblich ist. Sehr interessant, sehr locker, sehr lustig. War eine schöne Atmosphäre, alles ganz angenehm und man brauchte keine lange Anlaufzeit. Das fand ich eigentlich sehr gut. Ja, also ich fühl mich schon so präsentiert, wie ich auch mir das von vornherein vorgestellt habe und ich glaube, ist das maximal Mögliche dabei rausgekommen. Ich bin zufrieden, wenn beide Parteien zufrieden sind. Das heißt, der Gegenüber, das heißt, der Fotograf sagt, okay, meine Hand für mein Produkt, ich finde es gut und man sich selber gut fühlt. Muss in erster Linie muss es authentisch wirken. Also ich muss mich wiedererkennen und dann bin ich eigentlich zufrieden.